Hallo Meinung. Ja, es gibt ja immer Geschichten und Menschen, die berühren mich besonders und die machen es auch bei mir ja notwendig, mit diesen Menschen vorher mal zu reden. Und Menschen ist nicht despektierlich gemeint. Ich spreche heute mit der Efi. Die Efi war lange Zeit im pädagogischen Bereich unterwegs. Sie war Lehrerin und hat also da eine Menge Umgang. Sie hat eine Menge Kenntnis aus dem Bereich Umgang mit jungen Menschen, aber auch mit älteren Menschen. Und was mich besonders berührt hat, als derjenige, der seine Mutter am 30. November letzten Jahres, also 2019, verloren hat, ist die Tatsache, die Efi mir geschrieben und dann erzählt hat. Efi, herzlich willkommen bei Hallo Meinung und erzähl, also es ist rührend, was ist dir widerfahren? Ich weiß auch, dass es dich psychisch noch angreift. Wenn du über Dinge nicht reden willst, dann blas einfach ab. Hallo, hallo Meinung. Vielen Dank, dass ich noch am gleichen Tag, als ich mich bei Ihnen gemeldet habe, einen Rückruf erhalten habe und dass ich noch am gleichen Tag eingeladen wurde zu einem Skype-Interview. Das hat mich sehr berührt und auch dazu bewogen, hier jetzt etwas zu erzählen. Mein Name ist Efi Hahn. Ich bin mit meinem Mann vor 2 Jahren hier, habe ich meinen Lebensmittelpunkt nach Mittelfranken vom nördlichsten Oberfranken verlegt, um nahe bei unseren Kindern, den geliebten Enkelkindern zu sein, um dort mitzuerleben, wie sie aufwachsen, um dort einzugreifen, was immer nötig ist. Und es hat wunderbar geklappt. Wir haben auch die sehr, sehr alte Großmutter mitgenommen, die dann ihre Enkelkinder und Urenkel auch noch öfter sehen konnte. Alles wunderbar bis zu diesem besagten Tag, diesem Shutdown, Lockdown oder wie man immer es nennen möchte, bis die Corona-Krise uns mitten ins Gesicht traf. Da kam von jetzt auf dann die Nachricht, Großeltern haben bei den Enkelkindern nichts mehr zu suchen, obwohl sie am Tag vorher noch grippekranke Kinder versorgt haben. Efi, Frage. Erzähl mal den Zuschauern etwas und mir die räumliche Trennung. Deine Mutter, es ist deine Mutter gewesen, ist korrekt, ne? Ja. Die Großmutter und die Urgroßmutter, wenn ich das so höre. Die Situation, hat sie in einem Heim gelebt oder wie war das, dass sich die Zuhörer was vorstellen können? Ja, meine Mutter war jahrelang schwerst pflegebedürftig, mit der höchsten, bis mit der zweithöchsten, dann höchsten Pflegegradeinstufung. Sie lebte zunächst in Oberfranken in dem Heim. Ich habe sie auch lange zu Hause versorgt, zusammen auch mit meinem Vater und dann getrennt. Und es ging dann nicht mehr, weil ich das psychisch einfach nicht mehr geschafft habe. Ich habe mich auch beurlauben lassen vom aktiven Schuldienst für die Pflege meiner Eltern. Als sie dann im Heim war, habe ich sie tagtäglich besucht. Und als wir jetzt unseren Lebensmittelpunkt verändert haben, in akribischer Kleinarbeit alles aufgelöst haben, ist sie in einem wunderbaren Heim in Veitsbronn untergekommen, wo sie wirklich, wirklich wunderbar behandelt und gepflegt wurde und ich täglich da gewesen bin. Bin täglich vorbeigekommen und sie ist es gewöhnt. Ich bin die einzige Tochter. Sie hat sich auf mich fixiert und war glücklich, wenn wir von früher erzählten, wenn bestimmte Dinge besprochen wurden, wenn sie einbezogen wurde, wenn gefeiert wurde und so weiter. Jawohl. Efi, jetzt erzähl mal den Zuschauern den Moment, wo dann dieser Lockdown gekommen ist. Wie war das? Ich meine, ich kann mir ja vorstellen, wenn der Mensch, der hat ja die Wärme gespürt, die er von dir und der Familie bekommen hat, deine Mama. Wie war das ab dem Moment, wo jetzt plötzliche Besuchssperre da war? Es war ja im Grunde genommen überhaupt kein Kontakt mehr möglich. Schilder doch mal bitte kurz, wie hat deine Mama das erlebt? Man war ja in diesem Moment noch in der Schockstarre von der Information, keine Enkelkinder mehr zu sehen. Man war abgeschottet, ausgegrenzt.
als jetzt ein Mitglied der großen Klientel der über 60-Jährigen, automatisch in der Risikogruppe. Mein Mann hat Herzprobleme, war sowieso in der Risikogruppe und. Dann kam dieses Besuchsverbot in Veitsbronn relativ früh, worauf die dort stolz sind, weil sie keinerlei Probleme haben. Und dafür hatte die Probleme ich umso mehr, nachdem ich meine Mutter nicht besuchen konnte. Sie ist 92 Jahre alt geworden und hat von diesem Tag an, als ich dann etwa 5 bis 6 Tage lang nicht da war, vom Heim her haben sie über Skype Kontakt, über Telefon, alles möglich zu machen versucht. Aber ich war eben nicht da, um ihre Hand zu nehmen. Die körperliche Wärme jetzt in dem Moment. Die körperliche Wärme. Ich habe es nicht verstanden. Die körperliche Wärme, das ihr zu zeigen, dass du da bist. Ne? Ja. Und genau. Iffi, gab es denn zu der Zeit, jetzt war ja da die Kontaktsperre, ich komme gleich dazu, wie es dann weiterging, hast du mitbekommen, gab es da schwere Fälle von Depressionen, von Vereinsamungen? Hast du etwas gehört, dass in dem Heim sich dann diese Fälle oder gar bis zum Schlimmsten, bis zum Tod gehäuft haben? Natürlich. Die Schwestern und Pfleger berichteten immer davon, dass da etwas fehlt. Die Kontakte zu den Angehörigen, ein Telefonat, ein Skype-Kontakt war nicht so, wie wenn eben jemand daneben sitzt. Ich habe es aber hautnah an meiner Mutter gemerkt, an den Telefonaten. Sie war völlig unruhig innerlich. Sie hat teilweise immer nur gefragt und gefragt, was soll ich denn jetzt machen, wo ist denn die Evi und. Dann ist sie auch nachts aufgestanden, einfach so, wollte zur Toilette, obwohl sie das nie selber machen konnte, immer jemanden zur Hilfe brauchte und stürzte und hat sich einen ganz komplizierten Bruch in der Oberarmkugel zugezogen. Wenn ich jetzt resümieren kann, bedeutet das, dass in dem Moment wegen diesen Abstandsregelungen, Kontaktsperren und so weiter, auch im Personal, wir machen keine Vorwürfe, das tue ich jetzt nicht in dem Heim jetzt, aber weil ich die Sachlage nicht so kenne. Aber wenn ich das richtig verstehe, wäre der Sturz nicht passiert, wenn sie eine Hilfsperson gehabt hätte, die ihr geholfen hätte, nachts beim Aufstehen. Ja, wenn sie ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte, hätte sie eine Hilfsperson im Nachtdienst gehabt. Mhm. Aber von der Unruhe her eben war die Geduld nicht da. Und dann kam so ein bisschen dazu, dass sie vielleicht auch schlaftrunken oder etwas verwirrt oder sonst irgendwie kam. Mhm. Dann wurde sie versorgt. Sie hat ja dann wohl geschrien. Der Notdienst kam und hat sie ins Krankenhaus gebracht, wobei ich sagen muss, es war wohl in dieser ganzen Corona-Aufregung auch die Sache dabei, dass der Notdienst hier nicht zu nahe hin und das. Es wurde nicht gesagt, in welches Krankenhaus sie kommt. Also das heißt, ihr habt als Angehörige nicht gewusst, wo sie hinkommt? Ich habe es auch im Folgetag nicht erfahren. Das heißt, ich habe alles abgerufen, die Einsatzzentrale, nichts gehört, Datenschutz habe ich gehört. Als Tochter ist ja das Thema, ich habe ja nun selber die Situation, als Tochter müssen die ja zumindest im Heim die Verantwortlichen sagen, ihre Mutter ist in das Klinikum oder in das Krankenhaus gekommen, denn gerade in dieser Situation wäre es ja wichtig, dass sie Beistand gehabt hätte. Wenn ich dich richtig verstehe, hat ja deine Mutter zwar eine Behinderung ihrer Möglichkeiten gehabt, aber zum anderen war sie ja geistig so, dass sie alles mitbekommen hat. Das ist korrekt. Ne? Mit kleinen Aussetzern, ja. Aber insgesamt war sie eigentlich da. Ich bitte dich, bei den Lebensjahren und was die Menschen mitgemacht haben, ich sage immer, liebe Evi, und dann komme ich zu einem, ich sage immer, wenn die Menschen diesen Respekt, wenn jemand über 90 Jahre alt ist, was der mitgemacht hat, wir haben jetzt am 8. Mai 75 Jahre Kriegsende, die Kinder waren damals, ein 90-Jähriger, 15 Jahre alt. Das heißt also, die haben von ihrem 9. bis zum 15. Lebensjahr diesen Krieg mitgemacht, was die mitgemacht haben. Ich sehe heute immer gesellschaftlich, dass gejammert wird dort und dort,
Dann sage ich die Dekadenz. Ich habe einen sehr gemocht, das war der Guido Westerwelle in der Phase, wo ich ihn schätzen konnte, wo er gesagt hat, die Dekadenz des deutschen Volkes, die ist schon sehr besorgniserregend. Und ich sehe es wieder genauso, auf welchem Maße wir uns entwickelt haben, dass wir nicht anerkennen, wer diese Leistung vor unserer Generation, Evi, wir sind nicht so weit auseinander, ich bin 6, 7 Jahre älter wie du, aber wer das eigentlich alles erarbeitet hat. Jedenfalls bitte erzähl in kurzen Worten, wie war es dann in der Klinik, wie ging es dann weiter? Sie war dann in der Klinik, ja, in welcher wusste ich erstmal nicht. Ich habe dann alle abgerufen in den Notaufnahmen und habe mir gedacht, naja, irgendwann war sie schon mal eingeliefert wegen eines Sturzes und habe dann Fürth angerufen. Und welches Wort bekomme ich? Sie dürfen mir das im Moment nicht sagen. Das fällt unter den Datenschutz. Und ich soll vielleicht die Generalvollmacht einreichen oder sonst was. Naja, diese Vorsorgevollmacht und so weiter, wie das dann heißt. Wobei, alles, wir haben eine notarielle Generalvollmacht für alles. Jawohl. Wobei man natürlich eines sagen muss, die in der Einrichtung, die kannten dich ja. So. Die müssen sich sichern. Ja, aber trotzdem, wenn sie dich kennen, dann muss man irgendwo sagen, dass man dann sagt, ihre Mutter liegt dort und dort. Also da gibt es jetzt auch das Thema Datenschutz, wenn die Leute dich kennen, dass du dort ein- und ausgehst. Effi, jetzt ist es ja leider Gottes zu der Situation gekommen, dass deine Mutter dann diesen Vorfall nicht überlebt hat. Um noch was zu sagen, ja? Um diesen Leuten an der Notaufnahme noch ein Plus hinzuschicken. Die eine Dame hat sich dann so hineingeredet und hat gesagt, dass meine Mutter bereits auf dem Weg zurück ins Heim ist. So, dass aber erstmal nichts gemacht wird, weil wir dann ja schließlich entscheiden müssten, soll sie operiert werden, soll nicht, soll sie in ihren Schmerzen weiterleben, wie auch immer. Das heißt, wir waren also wieder mal in der Pflicht. Das heißt also, es ist nichts passiert in der Zeit. Dann ist die Mutter wohl in die Einrichtung zurückgekommen und dann seid ihr hingefahren. Und das auch so komprimiert wie möglich zu sagen, was ist dann passiert? Ja, ich habe dann dankenswerterweise von der Heimleitung einen Termin bekommen, wo ich Marsmännchen ähnlich in die Einrichtung durfte und konnte zu ihr. Ach, bloß nicht ins Krankenhaus, so wie alte Menschen sind. Ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr. Und ab diesem Tag hat sie dann hauptsächlich geschrien. Das heißt also, dass... Und es war entsetzlich. Das war der Schmerz, den sie dann hatte. Ja. Was war genau? Sie hatte eine Fraktur. Dann kam die Palliativbehandlung. Ah ja, okay. Wir haben entschieden, wir schicken sie nicht nochmal zum Röntgen, um zu entscheiden, ob eine schwere Operation kommt, um diesen Arm wieder beweglich zu machen, den sie sowieso kaum benutzen kann. Haben wir also uns für die Palliativbehandlung entschieden und es ging dann, naja, ich war noch ein paar Mal drin und dann war ich beim Sterben bei ihr und durfte da sein, solange ich wollte. Ja, das ist natürlich ein würdiger Abschied, obwohl die vorhergehenden Umstände. Iffi, jetzt haben wir. Ich saß vor ihr und hab mit ihr gesprochen, hab sie beruhigt, hab sie gestreichelt, hab versucht, ihr ein paar Erinnerungen wachzurufen. Und die Kinder haben mal angerufen. Ja. Sie hat nicht mehr sprechen, nicht mehr gucken können, aber gemurrt, als würde sie. Ja, ja, das sind ja Menschen, Evi, die Menschen bekommen ja das dann mit. Ich weiß es, ich habe ja diese Situation durchlebt, die kriegen es ja dann mit. Evi, wir haben jetzt viel davon gesprochen, was gewesen ist und der Respekt und die Würdigung der Menschen Ü60. Was mir persönlich vorschwebt, ist eine Initiative, die Menschen über 60 mehr berücksichtigt. Ich merke das immer wieder, wir wollen ja auch mal positiv nach vorne blicken. Wenn du heute... Ich habe ja ein bisschen Grund bekommen gestern. Jawohl, richtig. Iffi, wenn wir uns anschauen, ob das jetzt in der schreibenden Zunft ist, in den Gazetten, oder ob das jetzt, was hier neben mir dieser Fernseher ist, wenn öffentlich-rechtlich oder privat läuft, ich sehe unsere Altersstruktur nirgendwo irgendwo berücksichtigt groß. Wenn du irgendwo reinschaust, das sind Modezeitschriften oder irgendwas, um die Zukunft jetzt zu schauen. Die gehen eigentlich bloß bis 55 oder bis 50
und alles andere, was darüber ist, findet kaum noch Akzeptanz. Ja. Was mir vorschwebt, ist bei Hallo Meinung eine eigene Gruppierung zu schaffen, Menschen über 60. Und diesen Menschen auch nahezubringen, wie funktioniert ein Computer, wie geht ein iPad, wie geht ein Laptop, um einfach diese Kommunikationswege zu schaffen. Denn liebe Evi, über eins müssen wir uns im Klaren sein. Die Menschen Ü60 sind die Leistungsträger dieses Landes gewesen. Die haben viel zu ertragen. Wir haben eine wunderbare Kindheit erlebt. Genau. Wir haben eine freie Jugend erlebt. Richtig, ja. Wir haben nur von unseren Großeltern erfahren, wie schlimm es gewesen ist. Richtig, in Kriegszeiten, ja. Richtig. Und so weiter. Wir haben aber auch hautnah momentan jetzt erfahren, wie schlimm es ist, seine Selbstbestimmung zu verlieren. Das ist genau der Punkt, wie ja. Wie schlimm es ist, keine Meinungsfreiheit mehr zu haben. Wie schlimm es ist, in all diese Sanktionen gedrängt zu werden, mit einem wunderbar ausgearbeitet, akribisch hergestellten, frag mich, wie die das in der Zeit geschafft haben, Bußgeld und sonstigen Strafenkatalog. Ja. Wir sind wie im falschen Horrorfilm. So ist es. Aber deshalb sage ich, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Ü60, wir werden ein eigenes Segment schaffen, auch im Newsletter, Menschen Ü60. Denn wir sind, ja, das ist live, da geht's Telefon mit hier, hab's vergessen abzuschalten. Also wir leben, uns gibt's. Ja, liebe Evi, wir werden einen Kanal, wir werden eine besondere Sendereihe für Menschen Ü60 und auch eine Kampagne für Menschen Ü60 fahren. Denn wir werden viel zu wenig berücksichtigt. Wir haben jetzt mal Berücksichtigung gefunden, wo diese Corona-Situation war, dass man sagt, ja, diese Menschen sind besonders schützenswert. Ich habe heute früh eine Sendung gesehen im Sat.1 Frühstücksfernsehen, wo eine 94-jährige Frau Flaschen sammelt, dass sie einen Besuch machen kann bei einem Bekannten bei Freunden in Holland. Und wenn ich sowas sehe, muss ich sagen, nein, das wird mehr Berücksichtigung finden. Und diese Gespräche, wie wir sie führen, ich muss jetzt Menschen auffordern, Ü60, sprecht uns an. Wir wollen einen eigenen Kanal, wir wollen ein eigenes Label, wir wollen eigene Dinge ins Leben rufen. Schreibt uns bitte an unter unserer Adresse Kontakt, wie heißt es so schön, kontakt@hallomeinung.de. Genau, aber steht alles drunter. Und meine Meinung ist, wir, unsere Generation, wir sind zu still, weil wir so lange zufrieden gewesen sind. Das ist der Punkt. Das muss aufhören. Lethargisch. Und das darf ich als Schlusswort nehmen. Wir sind zu still, wir waren zu lethargisch. Liebe Evi, herzlichen Dank. Lass uns gesund bleiben und das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Bleibt gesund. Ne? Ich bedanke mich von Herzen, dass ich so schnell Gehör gefunden habe. Meiner Überschrift des Hilferufbriefes habe ich geschrieben, aber wer hört mich? Hallo Meinung hat mich gehört und Hallo Meinung wird alle da draußen hören. Und wenn wir uns hineindenken und uns informieren, vielleicht bekommen wir dann den Mainstream ein bisschen kanalisiert, sodass wirklich unabhängige vierte Macht im Staat, die Medien, ein bisschen mehr auf Einseitigkeit machen. Liebe Evi, herzlichen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Mensch aus der Mitte, unsere Evi Hahn, und das wird nicht das letzte Gespräch, und nehmt uns beim Wort, wir machen was. Evi, danke dir. Lass es dir gut gehen. Grüß deinen Mann. Dass ich so viel Kraft in die Initiative einbringen. Mach ich. Lass dir es gut gehen. Tschüss. Gerne. Thank you.